Wer kennt es nicht, das Kreuz mit dem Kreuz oder anders gesagt die unerträglichen Schmerzen im Bereich des Rückens? Neueste Studien belegen, dass rund ein Drittel aller Rückenschmerzen auf ein kleines Gelenk zwischen Wirbelsäule und der Hüfte zurückzuführen ist. Das Problem, der Schmerz entsteht in einem ganz kleinen Gelenkspalt, in dem man bisher nur schwer behandeln konnte. Jetzt gibt es dafür eine neue Methode. Was bisher mit lebenslangen Schmerzen oder groß angelegten Operationen verbunden war, ist heute unter gewissen Umständen mit drei kleinen Nadelstichen zu beheben. Eine neue Behandlungsmethode macht dies möglich. Die neue Methode arbeitet mit einer gekühlten Sonde und schließt also diese therapeutische Lücke, sodass wir von der Halswirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule alle Schmerzzustände zufriedenstellender behandeln können. Im Konkreten wird diese gekühlte Sonde durch kleine Nadeln punktgenau mit Hilfe von Röntgengeräten zur Schmerzstelle geführt. Dort werden dann die schmerzleitenden Nerven mit hohen Temperaturen abgetrennt. Die Eingriffe selbst finden alle tagesambulant statt und dauern circa eine Stunde. Und die Sonde wird mit drei Hautstichen nach örtlicher Betäubung unter Durchleuchtungssicht an die Schmerznerven herangebracht. Die Thermosonde oder die gekühlte Sonde erlaubt nun die Anlage von hohen Energiemengen, die ausreichend Schmerzgewebe einerseits veröden und andererseits das Gewebe vor Temperaturschäden schützen. Die Methode ist bereits seit einigen Jahren international erprobt. Auch in Oberösterreich wird sie seit nun schon mehr als einem Jahr erfolgreich angewendet. Viele Patienten sind heute nach jahrelangen Schmerzen oder nach erfolglosen Operationen wieder schmerzfrei. Ich habe immer jeden Tag Schmerzen gehabt und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du in der Früh runter wirst und du kannst normal vom Bett raus. Und das war früher nicht. Früher habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich rausgekommen bin und in Gang gekommen ist das Ganze, aber jetzt geht's. Die Schmerzen, die waren teilweise so, ich habe oft gar nicht mehr sitzen können, stehen nicht und von Gehen rede ich gar nicht. Und das ist jetzt alles weg, also das ist wirklich, mir geht's richtig gut, ja. Mir geht's zurzeit gut. Auf der linken Seite, weil die haben wir das letzte Mal gemacht und heute kommt die rechte drauf. Und da sind halt die Schmerzen schon riesig groß noch. Die neue Behandlungsmethode wird in den verschiedenen Bereichen des Rückens eingesetzt. Seit kurzem wird sie auch dort verwendet, wo man bisher kaum helfen konnte. Man schätzt, dass ungefähr jeder dritte Patient mit chronischen Wirbelsäulenschmerzen die Schmerzursache im Kreuz-Darmbein-Gelenk hat. Das heißt, das ist die Verbindung zwischen Wirbelsäule und Hüfte. Hier waren bisherige Therapiemethoden eher unzufriedenstellend, auch was die Schmerzbefreiungsdauer betroffen hat. Die neue Behandlungsmethode ist natürlich nicht für jede Schmerzbehandlung geeignet. Bevor sie angewendet wird, muss der Schmerzarzt eine genaue Untersuchung vornehmen, um mögliche andere Schmerzursachen auszuschließen.